Ich habe ja schon ewig kein Unboxing mehr gemacht. Deshalb dachte ich, es wird mal wieder Zeit für ein Unboxing. Allerdings sind meine Unboxings so, dass ich die Kamera natürlich auch dann auch in den Wald bringe und die Referenzaufnahmen zeige. So, das hier ist die Cimo CH561. Auf der Packung selber steht diese Bezeichnung nirgendwo drauf. Wie immer. 1000 Meter Sounds of Birds and Beasts. Ja, gut, okay. Weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist. Ich habe schon ein bisschen rumgekramt, deswegen sieht es nicht mehr so aus wie original. So, Handbuch. In dem Handbuch ist auch Deutsch drin. Die Übersetzung ist dürftig, aber verständlich. Die Kamera selbst. Ist das ein Klopper? Diese Kamera ist riesengroß. Und was mich vor allen Dingen wundert, ist, hier oben drin ist ein Lautsprecher eingebaut. Schöne große Aufnahmen für ein Schloss. Wenn man die aufklappt, dann sieht man auch, dass hier 12 Batterien reinkommen. 1000 Sounds. Hier ist ein richtiger Lautsprecher eingebaut. Warum? Macht die Geräusche? Wo ich die bekommen habe, war hier schon eine Speicherkarte drin. Das ist eine kleine, das 32 Gigabyte. So, was ist hier noch bei? Ein fetter Gurt. Und spezielle Halterung. Plastik ist natürlich nicht so schön. Das ist hier relativ stabiles Alu. Da in dem Fuß ist ein Gewinde drin, da schraubt man das dann rein. So. Und dann hat man hier einen richtigen großen Kugelkopf dran, wo die Kamera dann aufgeschraubt werden kann. Finde ich gut, gar nicht mal so blöd. Legen wir mal Batterien rein. Die Kamera arbeitet auch bereits mit 6 Batterien und als erstes möchte sie Datum und Uhrzeit gestellt haben. So, jetzt ist sie gleich schon wieder hier. Das war natürlich geil. Jetzt hat sie gesagt, Speicherkarte fehlerhaft. Memory Card Missing. Dann, wir haben ja Karten bei. Da werde ich aber den Hersteller anschreiben, dass ich das nicht in Ordnung finde. Von mir eine Speicherkarte rein. Da muss ich mal gucken, was mit der Speicherkarte los ist. Mensch, dieses Gefummel mit diesen kleinen Speicherkarten, das nervt. Bau eine große rein. Die Kamera ist groß genug. Die Speicherkarte ist inkompatibel. Ich mache erstmal das Gepiepse aus. Empfindlichkeit, Bewegungsmelder hoch, Videoauflösung 1080p, Schießen und Alarm, MP3 Lautstärke, keine MP3 Datei. Auf der Speicherkarte sind garantiert MP3-Aufnahmen von Vögeln oder sowas, was dann hier abgespielt wird bei Alarm. Also MP3-Einstellung aus. Meine Kamera ist jetzt eingestellt und kommt jetzt in den Wald. Wieder zurück bei dieser riesigen Kamera, dieser Cimo-C. Also, jetzt ist der Schlüssel weg. Schön. Also, ich habe noch mal nachgelesen. Es ist bei dieser Kamera tatsächlich so, dass die bei Auslösung, Alarm sozusagen, einen Ton abspielen soll, den man vorher festlegt oder man legt einen zufälligen fest. Also und dann werden alle MP3s, die auf der Speicherkarte drauf sind, abgespielt. Die Speicherkarte soll nicht formatiert werden, weil auf dieser eben Tierstimmen drauf sind. Bei mir funktionierte die Speicherkarte erst gar nicht. Da habe ich den Hersteller schon angeschrieben. Der möchte die Kamera zurückhaben. Wegen beschädigter Speicherkarte. Oh ja, sind ein paar Aufnahmen drauf. Der Monitor ist schön. Der ist riesig. Also
Ich weiß nicht, was mein Telefon hat. Ich kann ja mal eine Speicherkarte zum Vergleich ranhalten. 1, 2, 3, 4. So groß wie 4 große Speicherkarten. So groß ist der Monitor. Ich habe keine Ahnung, was das eben gewesen ist. 49 Euro. Also für 49 Euro ist das eine geile Kamera. Auch wenn die Bild- und Videoqualität nicht so hervorragend sind. In dieser Kamera passen 12 Batterien rein. Dementsprechend ist die Zeit, wie lange diese Kamera arbeiten kann, sehr lange. Dieses Alarmsystem da mit den Sounds und sowas, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will hier keine Tiere verschrecken. Jetzt seht ihr die Aufnahmen, die die Kamera gemacht hat. Ich kann ja mal probieren, ich habe ja hier ein Speicherkarten, Lese- und Schreibgerät da. Ich kann ja mal probieren, einfach mal ein Musikstück draufzupacken und das dann abzuspielen, wie das klingt. Genau, das mache ich mal. Ich habe jetzt hier ein paar MP3-Dateien mal draufgespielt. Irgendwas Kleines, was natürlich GEMA-frei ist. Irgendwas, was lizenzfrei ist. Och, ich hasse das, diese kleinen Speicherkarten. Ich sehe mal dieses Gefummel, ey. Das ist so eine Riesenkammer. Zielaufzeichnung und Zeitraffer werden deaktiviert. Okay.
8. Band 4. Achso, das ist die Lautstärke. Keine Ahnung. Also ich lasse das. Dieses Alarmsystem da mit den MP3. Ich weiß nicht, was das soll. Man kann ja nicht mal was aufnehmen. Ey, du, da fahr ich Wände. Und dann das an sein Grundstück aufstellen, weil die Kamera braucht ja wieder irgendein. Okay. Hat sich erledigt. Wenn ihr Interesse habt, der Link ist unten drin zu der Kamera. 49 Euro ist gar nicht so schlecht. Die Kamera baue ich jetzt hier ab. Jetzt kommt hier eine neue hin. Und die seht ihr dann im nächsten Video. Apropos nächstes Video. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten nicht, weil meistens kommen sie freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Marie. So, das muss ich jetzt hier erstmal abfummeln. Jetzt kommen die ganzen Videos, bla 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 bla. Wildschwein, nur, nee, Quatsch, Waschbär, Fuchs, Marder und so weiter und so fort. Weil. So, nee, das brauche ich nicht erzählen. In Unboxing mehr gemacht, das ist kacke so. Oh, hier ist noch Folie drauf, sehe ich gerade. Habe ich die gar nicht abgemacht? Na gut, da.